Das hier ist der neue Mazda 3 Modelljahr 2024 mit dem bekannten eSky Active X Motor. Diesmal allerdings mit Automatik und ein paar kleine Neuerungen unter der Haube. Und in diesem Video erfahrt ihr, was diese Neuerungen bringen und ob die Automatik die richtige Entscheidung war. Es ist inzwischen soweit, ja, es ist kalt. Unter dem Eis versteckt sich hier Platinum Quarz, eine der Farben, die irgendwann mal zwischendrin eingeführt wurde. Der Mazda 3 inzwischen seit 2019 auf dem Markt. Hier das neueste Modelljahr 2024 mit ein paar kleinen oder feinen Änderungen. Was man außen direkt ersehen kann, wir haben die Exclusive Line mit einigen Extras mit dabei, unter anderem dem Designpaket. Das erkennt man an den schwarzen Felgen oder auch an den schwarzen Säulen sowie im Detail dann auch an den optionalen Matrix-LED-Scheinwerfern. An dieser Stelle könnt ihr selbstverständlich auch schon mal abonnieren, liken, die Glocke aktivieren und so weiter, wie das die anderen immer gerne von euch verlangen, schon bevor sie irgendwas gemacht haben. Ich würde sagen, ich freue mich trotzdem drüber, aber wartet doch erstmal, wie das Video für euch hier läuft und dann aktiviert Glocke, Knöpfchen und so weiter und so fort. Am Heck gibt es übrigens neben der Plakette noch einen weiteren Hinweis, dass wir hier den größten Motor haben. Die Endrohre sind nämlich beim X-Motor etwas größer und etwas sportiver gestaltet. Aber ich habe jetzt auch noch in der Preisliste entdeckt, es gibt auch noch eine Sportabgasanlage mit anderem Endschalldämpfer. Wer die hat, gerne mal eine kleine Hörprobe schicken. Das würde mich interessieren, wie die klingt. Hinsichtlich der typischen Fünftürer-Hatchback-Form des Mazda 3, aber eben auch dieser coupéhaften Linie da hinten, haben wir einen kleinen Nachteil im Vergleich zu anderen Kompaktfahrzeugen. Das heißt, der Kofferraum ist mit 351 bis 1026 Liter nicht ganz so groß, aber ausreichend im Alltag, es sei denn, man fährt damit regelmäßig in den großen Langzeiturlaub. Ansonsten passt es eigentlich ganz gut. Bevor wir zu den großen Neuerungen im Modelljahr 2024 kommen, kurze Werbepause mit der PicDesign Handyhalterung, die hier in die Lüftungsdüsen eingeklemmt wird und dabei alles richtig, richtig sicher hält. Das Ganze ist dann magnetisch, das heißt, da gibt es auch die passende PicDesign Hülle dazu, damit da so gut wie jedes Telefon dran geht und der Magnet ist richtig fest und dabei muss man nichts klicken, nichts drehen, nichts drücken, sondern es hebt einfach magnetisch direkt fest. Und wenn man noch einen Schritt drüber hinausgehen möchte, kann man das Ganze auch als induktive Ladeschale nutzen per 12 Volt oder USB-C, wenn man eben nicht schon eine induktive Ladeschale im Auto sowieso hätte. Wenn euch das Ganze interessiert, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen passenden Link dazu. Der führt euch direkt dahin zu Enjoy Your Travel. So, die Neuerungen im Modelljahr 2024 sind primär technischer und interieur Natur. Ich lasse euch mal kurz überlegen, was könnte es hier sein? Ja. Wenn man es nämlich nicht weiß, fällt es nicht wirklich auf, denn die Integration ist genauso schön wie vorher. Das Display ist von 8,8 auf 10,25 Zoll gewachsen und dadurch hat man meines Erachtens auch ein bisschen das Armaturenbrett ändern müssen. Da es aber genau dieselbe Geometrie ist, fällt es nicht auf. Und durch den neuen Screen hat man auch ein paar mehr Ansichten, beispielsweise eine Splitscreen-Ansicht und neu mit dabei, schon serienmäßig, Wireless CarPlay, Wireless Android Auto. Und wenn man dann die entsprechende Navigation, also Google Maps oder Apple Karten nutzt, gibt es die Pfeilhinweise auch im Head-Up-Display. Man kann aber, wie ich das gerne mache, das Ganze auch noch per Kabel nutzen. Und ich hatte schon erwähnt, induktive Ladeschale. Zuvor gab es das als Zubehör hier nachrüstbar, was es übrigens immer noch gibt. Das heißt, man könnte sogar zwei induktive Ladeschalen hier haben. Denn die Ablage hier vorne ist nun eine induktive Ladeschale geworden, die man auch abschalten kann. Also einfach nur noch als Ablage nutzen kann. Dann sind die Bedienelemente vom 360-Grad-Monitor und der Klimaanlage ein bisschen neu angeordnet worden für eine bessere Ergonomie. Ich fand es vorher nicht schlecht, aber ist nach wie vor ganz gut gemacht. Das Display ist übrigens ein Display, das heißt No Touchscreen und das Ganze geht dann hier weiterhin sehr gut über den Rotary Commander zu steuern. Was ich übrigens entdeckt habe über die Home-Taste, kann man wechseln zwischen dem Bildschirmschoner mit der Uhr, der Mazda Hauptansicht und Apple CarPlay in unserem Fall, also sehr, sehr, sehr praktisch. Kleine, aber feine Änderungen, wenn man es nicht weiß, ich finde es sehr schick. Die Lenkertasten sind nun komplett schwarz für eine bessere Ablesbarkeit. Ich finde eigentlich primär schön, dass das Chrom da ein bisschen reduziert wurde und dadurch das Ganze etwas sportlicher wirkt. Weiter mit dem Vorher, wahrscheinlich schon x-mal gesehen, soll aber trotzdem nicht fehlen. Da muss man jetzt den Mazda 3 loben. Er geht zwar sehr tief runter, das heißt, man muss hier schon ganz schön weit runter, aber die Tür geht fast im rechten Winkel auf. Und das können wirklich nicht viele in seiner Klasse. Einstieg ist dann ja etwas kuscheliger hinter meiner Fahrerposition von 1,80 Meter. Ich habe noch so gerade so die Handflächen dazwischen. Das heißt, ich würde mir nicht selber auf den Keks gehen. Nach oben hin sind es dann noch drei Finger. Von den Materialien
ähnliche vorne. Das heißt, hier vorne ist der Oberteil leicht weicher. Hier oben ist er hart, aber nicht unangenehm. Und dann haben wir hier in der Mitte die Belederung, genauso wie hier, und den belederten Türgriff. Ablagen. Es ist vorne so eine kleine Ablage, da geht aber nur so eine 03 Flugzeugdose rein. Aber dahinter eben dann eine richtige 05 Flasche. Kleiner Kritikpunkt hier an dieser Klasse. Keine Ausströme hinten. Das heißt, die Zwei-Zonen-Klima muss relativ viel nach hinten strömen, um dann hier hinten das Ganze angenehmer zu machen. Hier haben wir eine sehr breite Armablage mit zwei Becherhaltern. Und ich rutsche einmal rüber. Es wird wahrscheinlich etwas... Oh Gott! Es geht. Allerdings merkt man, ich bin so ein bisschen nach vorne gebeugt. Hier in der Mitte ist für mich nicht mehr ausreichend Platz. Aber das Rückenteil ist... trotz Armablage weich, genauso wie die Sitzfläche, sodass man ja, zweimal 1,80 und 1,60 hier hinten ganz gut transportieren kann. Starten wir zu Beginn einfach mal mit der Ausstattung. Ich lasse das hier übrigens mal für euch laufen, dann könnt ihr sehen, wann, wie, welche Kompressionszündung oder auch nicht aktiv ist. Das heißt, mit der Ausstattung Modelljahr 2024 würde ich sagen, so gut wie jetzt war die Möglichkeit noch nie einen Mazda 3 zu kaufen, denn es gibt Prime, Exclusive, Humura und vielleicht dann irgendwelche Sonderversionen, je nachdem, wann ihr das schaut. Aber alle Motoren gibt es eigentlich schon ab der Basis, abzüglich dem X mit Allradantrieb. Ansonsten gibt es in der Prime-Line alle. Und das war, glaube ich, nicht immer so. Und die Prime-Line selber ist auch sehr gut ausgestattet. Alles Notwendige mit dabei, der große Bildschirm, einiges an Assistenz. Das einzige Problemchen ist, wenn man irgendwie was drüber hinaus möchte, muss man zur Exclusive Line greifen, weil das die einzige Variante ist, bei der man die Pakete hinzubuchen kann. Und dann kann man hier vorne sehr schönes Burgunderrot wählen oder schwarz oder weiß, wie wir es jetzt dann hier immer mal wieder haben. Weiß, naja, ist so eine Sache, aber das Rot ist echt hübsch. Und dann eben nur beim X mit Komfortpaket das Glasschiebedach, was jetzt für den Fastback und für den normalen Fünftürer verfügbar ist. Dann haben wir hier den X, das heißt den eSky Active X186. Da hat sich aber seit der letzten Vorstellung nicht wirklich viel getan. Es ist weiterhin der 2 Liter Benziner mit Kompressionszündung. Das heißt, das Beste aus Diesel und Benziner vereint, was theoretisch eine hohe Leistungsfähigkeit in gewissen Bereichen und eine extrem gute Effizienz in den anderen Bereichen nach sich zieht. Und ich glaube, wir hatten ihn entweder nur mal kurz oder nie wirklich mit dem Mazda 3 als Automatik. Und auf dem Papier, ganz wichtig, 0,5 bis 0,8 Liter mehr als mit dem Schaltgetriebe. Und das ist eigentlich auch die wichtige Information, die ich euch mitgeben kann. Das stimmt, 1:1. Denn ich habe extra mal so alte Zettelchen rausgesucht, als wir ihn eben mit Schaltgetriebe hatten. Und da waren wir sehr vom Verbrauch beeindruckt, weil man kann ihn eben auch gut mit 4 Komma fahren, ohne irgendwelche Kompromisse. Das geht mit der Automatik nicht. Also 4 Komma habe ich nie erreicht. 5 Komma muss man mindestens irgendwie rechnen. Es ist immer ein halber bis 0,8 Liter mehr als vergleichbar mit dem Schaltgetriebe. Dadurch, ja, hat man etwas mehr Komfort. Aber bis vor kurzem dachte ich auch irgendwie, nee, die Automatik würde ich bei dem Wagen nie wählen, denn die killt den ganzen Spaß, den man mit dem Motor da unten vorne haben kann, so oberhalb von 5. Ja, man muss nämlich dann hier wirklich zwangsläufig in Sport, denn selbst wenn man manuell schaltet, ist die Kennlinie sehr flach, also sehr linear, aber sehr flach und sehr langweilig, um ehrlich zu sein, wenn man nicht in Sport ist. Erst in Sport hat er so diesen typischen Kick bei 5, 5,5, den man von diesem Motor kennt. Also mit der 186er Variante. Die 180er war da noch nicht so spritzig. Aber und dann dreht er eben auch richtig freudig bis 7 hoch. Dann macht er auch mit der Automatik Spaß. Aber es ist etwas umständlich, ihn dann sprichwörtlich in manuell und Sport gleichzeitig zu zwingen, wo man parallel mit dem Schaltgetriebe einfach sehr viel freier und agiler und ja, einfach ein freudigeres Fahren hat. Heißt in Kürze, ich persönlich würde ihn als X immer mit Schaltgetriebe wählen, weil man bekommt das Beste dabei raus. Man spart unten heraus ein bisschen mehr und man hat oben hinaus einfach mehr Spaß. Und es ist zwar kein MPS oder sonst was, aber es ist ein spaßiger, kleiner, kompakter. Mit der Automatik hat man eben ja, mehr Komfort, deswegen haben wir ihn auch gewählt, weil es gibt einige Sachen, die bei der Assistenz neu sind und die gibt es dann schlussendlich am besten mit der Automatik nur. Kommen wir aber auch später noch dazu. Aber
im direkten Vergleich würde ich sagen, in Normal, im Automatikmodus, ohne Sportmodus, ist er vergleichbar mit dem 150 PS Motor, weil er einfach nicht so spritzig ist. Und auch irgendwie merkt man, die 6er Automatik ist halt einfach nicht mehr die jüngste. Es passt, es ist komfortabel, aber es ist nicht das, was ich persönlich von dem X erwarte. Noch etwas Kleines zum X per se, das hauche ich euch jetzt einfach mal so zu, denn da sollte ja eigentlich was kommen mit 6 Zylindern. Der ist allerdings für Europa erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ansonsten insgesamt agiles, spritziges Fahrverhalten, angenehmes Komfortlevel. Die Sitze könnten etwas mehr Seitenhalt vertragen. Die sind auch mehr so auf der komfortablen Schiene, nicht auf der MPS-Schiene. Aber wenn man jetzt in Richtung Kompaktklasse gehen möchte, das ist das Problem bei der Automatik, bergauf, so ein bisschen. Da weiß er nicht so ganz, welchen Gang er nehmen soll. In der Kompaktklasse, sei es auch um die relativ hohe Versicherungseinstufung im Vergleich zu anderen, aus optischer Natur als auch aus Antriebsnatur, ich wäre beim Mazda 3 aufgehoben, weil er gefällt mir nach wie vor innen sehr gut. Er hat ein sehr gutes Betriebssystem hier, sehr einfach, aber gut, zuverlässig. Es passt einfach nach wie vor immer noch alles, auch wenn er jetzt schon 4-5 Jahre alt ist. Und die großen Neuerungen sind dann auch bei der Assistenz. Das heißt, wir haben eine verbesserte Fahrerüberwachungsthematik mit Infrarotkamera und so weiter und so fort, die, ich glaube, sogar auch besser funktioniert. Das heißt, sie nervt nicht mehr so viel, weil sie den Fahrer genauer beobachtet. Man kann es auch abschalten, wenn man es möchte. Und es gibt eine erweiterte Stauassistenzfunktion, die theoretisch bis 150 km/h funktioniert und ihn dann besser in der Spur hält, was auch alles funktioniert. Nur nach unten hinaus, da kommen wir gleich dazu, funktioniert es nicht ganz so gut, weil man den ACC erst ab 30 km/h aktivieren kann, und das kommt in diesen ganzen Städten, die inzwischen schon auf 20 runtergehen, echt so ein bisschen zum Problem. Schaltgetriebe geht aber auch nicht bis auf 0. Ja, also das heißt, reaktivieren erst ab 30 km/h und dann fährt man durchaus in der 20er-Zone schon mal einen Blitzer rein, aber er bremst dann auch bis auf 0. Und es gibt einen, den muss man Gott sei Dank nicht probieren, verbesserten Notbremsassistent, der Radfahrer und Fußgänger nun bei Nacht besser erkennen soll. Und die große Neuerung mit dem Modelljahr 2024, schalt's mal ein. Liebe Race Control, das ist jetzt alles für die Wissenschaft. Das heißt, weil es kam auch die Frage, wie ist das denn so? So, exakt 100. 1 drüber, 2 drüber, 3 drüber. So. Das eine war jetzt das neu erkannte Schild. Das erste war der Warnton für na, du bist zu schnell, der hier sehr verzögert kommt. Also wenn man so langsam 1 km/h drüber schleicht, passiert nichts. Ab 2 und 3 km/h trötet er dann diesen Notfallwarner. Und das ist so der klassische Mazda-Notfallton. Aber ich habe mir sagen lassen bzw. reingehört, es soll wohl irgendwie daran noch ein bisschen überarbeitet werden. So, jetzt wieder ein neues Schild erkannt. Also es kommt immer wieder eine neue Geschichte. Diesen ganzen Tonquatsch mit den Tempolimits kann man aber auf diesen einen Button abschalten. Muss man aber jedes Mal neu reaktivieren. So, jetzt bin ich zu viel drüber. Wieder für die Wissenschaft. Und er piepst. Ich glaube dreimal, dann hört er auf. Wieder neues Schild. Also es ist schon sehr kommunikativ. Aber mit diesem einen Knopf kann man es auch direkt abschalten. Und worauf ich hinaus möchte, das ist ja alles relativ kurzfristig den Leuten da aufgedrückt worden, den Herstellern aufgedrückt worden. Dementsprechend gab es ja jetzt nicht so viele Möglichkeiten, irgendwas zu ändern. Es könnte aber durchaus sein, dass in einem Mini-Facelift, nicht mal ein neues Modelljahr, der Ton eventuell überarbeitet wird. Denn es ist dieser eine Mazda-Warnton. Es gibt im Moment auch nur diesen einen Mazda-Warnton für alle Warnfunktionen. Und es kann sein, dass da vielleicht noch was anderes kommt, wenn man etwas später bestellt. Oder vielleicht sogar als Update, ich weiß es. Ich bin jetzt nicht absolut pro oder absolut gegen diese Warnsysteme, denn jeder hat sicherlich mal schon erwischt, dass er leicht abgelenkt ist und dann nicht weiß, oh, bin ich jetzt zu schnell, zu langsam oder was auch immer. Und es gibt ja die Verkehrszeichenerkennung, aber selbst die guten Systeme sind bei 95%, das heißt immer noch 5% Fehlerquote. Macht schon Sinn, dass man den Mute-Button da auch hat für diese gerade 5%, die eben nicht immer akkurat sind. Dann zu der Assistenz.
ACC hier einmal aktiviert und dann haben wir die normale Lenkkorrektur, die man einstellen kann, ob sie spät, früh, mittel reagieren soll. Wenn ich jetzt so leicht dran fahre, das sind jetzt hier auch schon heftige Kurven. Aber ich kann auch noch die Lenkkorrektur mit aktivieren und das ist wiederum das, was jetzt bis 150 km/h funktioniert, vorher nicht so weit ging. Und etwas blöd ist, dass die Handerkennung nur hier bei 9 und 3 Uhr ist. Das heißt, so leicht runter oder leicht drüber erkennt er gar nichts. Der Mazda 3 bleibt auch in diesem Modell ja nach wie vor so ein kleiner Geheimtipp, denn die großen Flotten in dieser Klasse gehen ja auf die großen Hersteller, weil es da einfach die besseren Angebote gibt. Aber der Mazda 3 ist für Privatkunden das bessere Angebot, denn unter anderem mit 6 Jahren Garantie. Und jetzt hat man auch die Ausstattungsliste so geöffnet, dass man in allen Ausstattungsvarianten alle Motorisierungen bis auf die unteren eben bekommen kann. Und das macht ihn meiner Meinung nach deutlich attraktiver. Kleiner Geheimtipp, wer wirklich an dem X-Motor und den Vorteilen des X-Motors interessiert ist, sollte aber auf das Schaltgetriebe setzen. Das soll es dann auch schon wieder gewesen sein mit dem Mazda 3 Modelljahr 2024. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, was ihr von den Änderungen haltet. Diese kleinen, aber feinen Änderungen und vielleicht auch die wesentliche Frage, wären sie euch so überhaupt aufgefallen, wenn ihr euch einfach nur beim Händler neu reingesetzt hättet und generell schon Interesse am Mazda 3 gehabt hättet? Diskutiert gerne los, wir mischen auch sehr gerne wieder mit. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und gerne bis zum nächsten Mal.